Namaste. Herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal Think India. Ich bin's, Bandy. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Ich bin nach einer kurzen Pause wieder da und sogar mit tollen Videos über indische Kunst, Kultur und Küche. Falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann nehmt bitte einen Moment Zeit und abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Updates verpasst. Heutiges Video geht es um ein Rezept für köstliches Gericht Paneer Musalam. Paneer Musalam ist ein Mughlai-Gericht aus indischen Subkontinent. Mughlai-Gerichte sind so ein Genuss, weil sie so köstlich und reich sind. Ich zeige euch die Zubereitung in 4 einfachen Schritten und ich werde die genauen Mengenangaben und Zutaten unten in der Infobox aufschreiben. Und jetzt, los geht's! Schritt 1. Wir werden zuerst Paneer marinieren. Ich habe 300 Gramm Paneer in Quadrat geschnitten. Wir brauchen noch Joghurt, Limettensaft, Ingwer-Knoblauchpaste, Öl, gemahlener Koriander, Kashmiri Chili Pulver und gemahlener Kurkuma. Für die Marinade in einem Schüssel fügt den Joghurt, Ingwer-Knoblauchpaste, Gewürze, Öl, Limettensaft hinzu und alles gut vermischen. Die Paneerwürfel mit der Marinade bestreichen. Und die marinierte Paneer auf eine Seite stellen. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Für die Soße werden wir eine Paste aus Nüsse zubereiten. Dazu brauchen wir Mandeln, Poppy Seeds und Cashewnüsse. Anstelle Poppy Seeds könnt ihr auch Sonnenblumenkerne verwenden. In einem Kochtopf Wasser erhitzen und die Nüsse hinzufügen. Circa 8 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen, dann abkühlen und in einem Mixer fein pürieren. Die Püree auf eine Seite stellen. In Schritt 3 werden wir Paneer rösten. 3 Esslöffel Öl in einer Pfanne erhitzen, die Paneerwürfel in der Pfanne geben und auf niedriger Hitze bei mehrmaligem Wenden anbraten. Die Paneerwürfel müssen goldbraun werden. Diese auf eine Seite stellen. Und jetzt Schritt 4, die Soße zubereiten. Für die Soße brauchen wir Zwiebel püriert, passierte Tomaten, Sahne und Joghurt. Öl, Ingwer-Knoblauchpaste, Kashmiri Chili Pulver, Garam Masala, Kasuri Methi, gemahlener Kurkuma, Salz nach Geschmack und gemahlener Koriander. Öl in der gleichen Pfanne erhitzen, Zwiebelpüree zugeben und glasig anbraten. Nach 3 bis 4 Minuten fügt die Ingwer-Knoblauchpaste hinzu und mitbraten. Lass die Paste mit Zwiebel auf mittlerer Hitze ca. 4 Minuten kochen. Dann fügt die Gewürze hinzu. Auf niedriger Hitze anbraten und seid sicher, dass die Gewürze nicht gebrannt werden. Wenn das Öl beginnt, die Seiten der Pfanne zu verlassen, fügt die passierte Tomaten hinzu und auf mittlerer Hitze 2 Minuten anbraten. Nach 2 Minuten Joghurt hinzufügen. Sofort auf höhere Hitze anbraten, damit ihr Joghurt nicht gerinnt. Nach einer Minute fügt die pürierte Nüsse hinzu und sofort die Hitze auf niedrig stellen. Unterrühren, auf niedriger Hitze 4 Minuten anbraten und 125 ml Wasser hinzufügen. Zudecken und auf mittlerer Hitze ca. 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Und anschließend die Sahne hinzufügen, unterrühren und zugedeckt auf mittlerer Hitze 3 Minuten köcheln lassen. Das war's schon. Paneer Musalam kann jetzt serviert werden. Zum Servieren die Soße in einer Servierschale zugeben und gebratene Paneerwürfel drauflegen. Mit Roti oder Reis genießen. Und wie cremig und köstlich ist das Gericht. Es dauert einen Moment, aber glaub mir, es schmeckt sehr lecker und es passt sehr gut mit Roti oder Reis. Also probier doch mal aus und schreib mir unten in die Kommentare, wie euer Paneer Musalam geschmeckt hat. Wenn euch das Rezept gefallen hat, bitte liken, teilt mit euren Freunden und bitte abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Updates verpasst. Ich bedanke mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Namaste.